Dieses Video handelt vom Unterschied zwischen dem systemischen Familienstellen und dem neuen energetischen Familienstellen und was für wen auch besser geeignet ist. Viel Spaß dabei! Beim energetischen Familienstellen kann der Leiter fast direkt anfangen. Er braucht noch nicht mal etwas vom Klienten zu wissen. Er kann direkt beginnen. Er wählt die Stellvertreter aus. Er fasst sie nicht an, damit sie in ihrer Energie bleiben können, beziehungsweise in die Energie kommen der Stellarbeit. Er fängt mit ein oder zwei Personen meistens an beim energetischen Familienstellen. Es geht um Konfrontation und dann Spannungsabbau mit Lösungssätzen und anderen Bewegungen. Beim systemischen Familienstellen benötigt der Leiter einiges Vorwissen vom Klienten. Es muss erarbeitet werden, es muss erfragt werden. Dann beginnt der Klient, indem er sich die Stellvertreter aussucht für die verschiedenen Personen, wie zum Beispiel ihn selbst, Vater, Mutter, Ehepartner, Kinder. Fasst diese Person an, bringt sie in den Raum hinein, in eine gewisse Position und daraus erarbeitet sich dann die systemische Stellarbeit. Beim energetischen Stellen haben wir auch die verschiedenen Phasen einer Familienaufstellung wie im systemischen mit einer Rekonstruktionsphase, einer Dekonstruktionsphase und einer Konstruktionsphase, wo man dann letztendlich das Lösungsbild hinstellen muss, um es halt wahrzunehmen und es zu initiieren. Das benötigen wir beim energetischen Familienstellen nicht. Wir haben zwar auch die verschiedenen Phasen, brauchen aber kein Lösungsbild. Das heißt, sobald der Auftrag des Klienten erfüllt ist, brechen wir ab. In der Gewissheit, dass sobald die Bewegung reinkommt, die Lösung ersichtlich ist, die Bewegung der Seele weiter dafür sorgen wird, dass die Veränderung kommt. Und das funktioniert sehr gut und auch sehr schnell im Gegensatz zum Systemischen, wo man auch sehr viele Nebenschauplätze hat. Und das haben wir halt beim Energetischen einfach nicht. Gerade beim energetischen Familienstellen ist es ja auch so, dass es sehr offensichtlich ist und sehr offensichtlich anzeigt, was das Problem ist, das Thema dahinter und welche Lösungen da gemacht werden können. Und deswegen geht das auch so schnell, das energetische Familienstellen. Es kann teilweise Sekunden nur benötigen, bis hin zu einigen Minuten. Während beim systemischen Familienstellen eine Stellarbeit teilweise Stunden dauern kann, beim energetischen können wir direkt an einem oder an zwei Feldern beginnen, arbeiten an diesen beiden Feldern. Und daher ist eine Umstrukturierung, eine Veränderung des morphischen Feldes viel einfacher möglich als beim systemischen Stellen. Deswegen geht es schneller. Dadurch, dass sich ein Feld verändert, müssen die anliegenden Felder sich auch verändern. Und von daher müssen wir schauen beim energetischen Stellen, dass diese Konstruktionsphase der Neukonstruierung des Geschehens sehr klar für den Klienten ersichtlich ist, damit er sehr gut weiß, worum geht es da, wie ist die Änderung erfolgt. Vielleicht geht er auch selber in die Aufstellung mit hinein, um es zu spüren. Und je stärker diese Gefühls- und Emotionsebene angesprochen wird von ihm, von dem Klienten, desto klarer verändert sich das eine Feld, wie auch alle umliegenden Felder aus seiner eigenen Kraft heraus. Und das ist das Effektive, effiziente energetische Familienstellen. Das systemische Familienstellen ist für denjenigen geeignet, der nicht genau weiß, worum es geht, der seine Familie wieder in die richtige Ordnung vielleicht bringen will, seinen Platz in der Familie finden will, weil er sich vielleicht ausgeschlossen fühlt. Das sind so die Möglichkeiten des systemischen Familienstellens. Das energetische Familienstellen ist vor allem für die Personen gedacht, die fokussiert an einem Thema schaffen wollen, verändern wollen, arbeiten wollen und wachsen wollen. Sie finden automatisch natürlich auch den Platz in der Familie wieder, den Platz bei sich. Und es geht um die innere Veränderung aus sich selbst heraus. Da hat das energetische Familienstellen viel mehr noch mit Eigenverantwortung zu tun. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es im Spirituellen auch um die Eigenverantwortung geht, um die Selbstermächtigung geht, ist da das energetische Familienstellen die erste Wahl. Das war das Video, der Unterschied zwischen dem systemischen und dem neuen energetischen Familienstellen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du weißt jetzt besser Bescheid. Und wenn du noch Fragen hast, gerne in den Kommentaren oder melde dich bei mir. Viel Spaß noch. Ciao.